Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in meiner Lieblingsstadt Köln. Heute mit am Start Nick, guter Freund von mir. Wir werden heute die erste Folge von Versus drehen. Das heißt, wir werden zwei Restaurants, zwei Speisen am selben Tag vergleichen. Und in der ersten Folge vergleichen wir Burger. Zwei Burger hat mir dieser Mann empfohlen, die vielleicht auch noch nicht jeder Kölner auf der Karte hat. Viel Spaß mit der Folge, lasst ein Like und einen Kommentar da und schreibt natürlich auch andere Versus-Ideen in die Kommentare. Also zum einen haben wir Monty's hier im Bergischen Viertel. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen beliebter, ist auf TikTok auch viel zu sehen. Und West Coast Burger im Norden von Köln ist ein Foodtruck auf einem Parkplatz, also kein richtiger Laden, dadurch ein bisschen underrated vielleicht. Habe ich nur zweimal bestellt, noch nie vor Ort gegessen, werden wir heute auschecken. Können wir schon ordern? Ja, klar. Okay, geil. Was willst du überhaupt für einen Burger? Double Smash. Double Smash? Ja. Yeah. Und ein Single Smash. Mit der Haussoße? Was ist die Haussoße? Haussoße ist auf Ketchup, Mayo, Senfbasis und ja. Gewürze, die wir reinmachen. Das ist sozusagen unser Bestseller im Moment. Aber das ist trotzdem noch ein Classic Cheeseburger, oder? Ja. Ansonsten kann ich euch einen mit der Haussoße machen. Classic mit Ketchup Mustard. Ich würde Haussoße auf den Double. Dann nehmen wir für ihn Haussoße für den Double und für mich nehmen wir Classic Classic. Die von hier, also nehme ich an. Yes, sir. Da wir ja diesen direkten Vergleich machen, wird es drei Kategorien geben, in denen wir vergleichen werden. Es wird einmal Preis-Leistung, es wird der Geschmack sein und es wird der Service sein, wo so Sachen reinkommen wie Ambiente, wie nett ist es, wie cool fühlt es sich an, da drin zu sitzen überhaupt. Gehen wir mal auf das erste ein. Also 7,50 für einen Smashburger, preislich super in Ordnung. Das Look super, in dem Papier und so schön. Nick wird genauso die drei Kategorien bewerten, ohne dass ich sehen kann, er wird es von mir nicht sehen. Und am Ende werdet ihr nach Spot 2, so gesagt, das Ergebnis bekommen von den drei Kategorien. Jetzt schauen wir erstmal, wie es schmeckt. Wir haben beide schon Hunger und nur Sport gemacht heute. Oder ja. Ah ne, Double ist für dich, Bruder. Hier. Die Burger sehen super aus, die Kruste sieht super aus. Das sind keine Martens Buns, es sind aber trotzdem Potato Buns. Aber er hatte einfach Bock, eigene zu machen. In diesem Sinne, guten Appetit, Bro. Und Kruste ist Endgegner. Kruste ist geil, salzig, das Brot ist für mich perfekt. Wow, Brot oder ist richtig lecker. Auf nüchternen Magen um 1:30 nach Ingwer-Tee. Lass mal stoppen. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr juicy aus. Double safe krasser. Boah. Double ist krasser. Ich bin aber auch gierig. Der hat Druck. Der hat richtig Druck. Das ist ein richtig guter Smashburger, Bruder. In Köln, mitten in der Stadt, ne? Wow. Der Unterschied ist ganz klar bemerkbar. Das Ding hier ist einfach Smashburger, wie du ihn dir wünschst. Doppelt Käse, glaube ich, sogar drin. Zweimal Fleisch. Ich glaube, nur Zwiebeln, das war's. Und der hat die Haussoße. Der hat Ketchup, Senf. Ja, die Soße schmeckt richtig lecker. Der hier schmeckt einfach wirklich wie ein Cheeseburger von McDonald's in gut. Ja, in gut auf jeden Fall. Ja. Besser. Aber so. Das ist schon mal anders auf jeden Fall. Ja. Diese Haus. Ich halt, lass da noch was übrig, ja? Also ein bisschen auf jeden ein Fall. Ein bisschen muss sein. Beide aber super lecker. Wenn ich den blind essen würde, sagen wir, du setzt mich in den Flieger, ich flieg 7 Stunden rum und du lässt mich hier raus, würde ich nicht sagen, ich bin in Köln. Nee, weißt du, was ich meine? Boah, der ist gut. Der Chef meinte, diese Location hat seit 2 Monaten offen. Wenn du nach 2 Monaten so einen Burger hier machst, gib dem Laden mal 1 Jahr, wenn der sich immer stetig bessert, dann ist das ein absoluter Endgegner-Burger. Den hier mit Double Patty wäre Endgegner gewesen. Das ist ein gutes Ding. Boah, Haussoße ist so necessary. Haussoße ist der Call, gell? Ja, ja, das ist ganz andere Welt dadurch. Ich muss aber sagen, es ist ein bisschen unfair, den zu essen, wenn du in den reingebissen hast. Dann isst der fast nicht. Das ist wie eine Stulle fast dann. Weil der hier, der kickt anders. Ja, Bro. Das ist eine ganz andere Welt. Prüf ihn noch. Hau rein. Da musst du mich nicht fragen. In diesem Sinne. Ernst? Ein Riesenunterschied. Ja, ja, ja. Krass. Also nimm die Haussoße. Haussoße ist der Call hier und Double. Aber Kruste, muss ich sagen, ist on point, das Fleisch. Hab nicht viel zu meckern. Die Essiggurken sind auch nur sauer, die sind ungezuckert. Boah, der macht seinen Job sehr gut. Guck dir das an. Crispy. Das ist ein geiler Tag. Super entspannt, oder? Habt ihr den Burger hier schon mal gegessen? Was sagt ihr? Schon, gell? Sehr gut. Ich
überlegen, die hier, die carryen einen ganzen Laden im belgischen Viertel, die anderen haben einen Foodtruck auf einem Parkplatz. Boah, das ist auch ein guter Punkt. Der, ja. Das muss eigentlich mit in die Bewertung einfließen. Ja, das müssen wir schon beachten. Ich habe hier professionelle Meinung auf jeden Fall ja. dabei. Einen Monat. Ladies and Gentlemen, eine kleine Kaffeepause. Der liebe Effe hat mir Flat White mit? Flat White mit Kokos. Köln-Kiosk, falls ihr es nicht wisst, ist mein Lieblingskiosk in Köln. Und schmeckt. Schmeckt nach Kokos. Ja. Ja. Machen wir jetzt auch Keks. Boah, also für alles. Für viel. Guck mal, ich zeig dir mal, was wir kriegen. Wir sind hier, glaube ich, in Niel. Ich bin persönlich auch wirklich nie hier. An einem Kaufland. Auf diesem Kaufland-Parkplatz ist ein Foodtruck, der Smashburger anbietet. Ich habe schon zweimal da bei Uber Eats bestellt. Hier bin ich noch nie hingefahren, weil ich weiß überhaupt nicht, wie ich hinkommen würde. Aber wir sind hier hingefahren, werden diesen Burger jetzt gemeinsam ausprobieren. Zweimal bestellt mit ungefähr 30 Minuten Lieferzeit, hat ja, er gesagt. Ja, hat auch ernst einen Weg zu machen, dieser Burger. Und er kam trotzdem gut an. Das heißt, ja. Eigentlich müsste der vor Ort, der müsste richtig krass sein. Ich hoffe. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei West Coast Burger. Hier nebenan habt ihr dann auf jeden Fall diesen Grillhähnchenwagen. Da war jetzt gerade auch schon eine Schlange. Dann habt ihr hier noch Hotdog oder ich sag mal orientalische Speisen, Tantuni und sowas. Und dann hier in der Mitte, direkt vor diesem Kaufland, West Coast Burger. Hi, was geht? Alles fit? Ja, bei dir? Alles klar? Ja, super. Hi, wie gefällt dir? Bist du der Chef? Ich bin der Chef, ja. Geil, West dass ihr Coast seid. Burger, ja, freut mich. Der Mann hat es mir empfohlen. Ja, ich hab schon zweimal bei euch bestellt. My man, geil. Und hat gesagt, ja, gesagt, war lecker. Bruder, guck mal, ne? Wir sind hier am Sitzen. Ich und der Jan gerade. Der Jan sagt, da ist Randy vorbeigefahren. Ich so, nein. Ich sage, doch, das werde ich niemals. Dann sehe ich, ich fahre zum Problem. Sag, geh mal hin zum Fenster und sag, die soll West Coast kommen. Dann hatte ich so ein Bauchgefühl und sag, weißt du was? Vielleicht kommen die. Dann dreht ihr. Dann sehe ich Kamera und sag, okay, das ist Randy. Geil. Erkennt mich auf 1000 Meter. Ja. Randy. Freut mich. Erkennt man mich auf 1000 Meter? Ja, okay. Das freut mich doch. Mein Bester. Ich habe dich auch gesehen mit Face-Tattoo. Dann sage ich ehrlich, hatte ich kurz Angst zu kommen. Aber war ich so, okay. Wir haben nur 4 Burger auf der Karte, ja. Weil ich finde, mit einer kleinen Karte kannst du eine gewisse Qualität garantieren. Ja. Wenn du 8 bis 10 Burgersorten hast, da kann von der Qualität in den meisten Fällen der Burger nicht krass sein. Lieber weniger und dafür richtig. Single für 7,50 €, Double Cheeseburger, 10,50 €. Oh, ganz klar Double Cheeseburger. Double Cheeseburger. Dann werden wir es wahrscheinlich wieder so machen, dass wir ein Single, einen Double nehmen. Ich denke, das ist fair. Ja. Ich denke, das ist fair. Ja. Auf jeden Fall. Du garantierst mir etwas. Ja, okay. Hau raus. Vorsichtig. Hau raus. Ich garantiere, das ist einer der besten Smashburger, die Randy jemals gegessen hat. Weltweit oder in Deutschland? Oh. Weltweit. Alright. Verehrte Damen und Herren, wir haben die gleiche Bestellung. Den ersten Unterschied, den ich auf jeden Fall sehe, ist, wir haben keine normalen so Gemüsezwiebeln, leicht süßliche, sondern rote Zwiebeln. Sehr dünn geslicete Essiggurken. Kruste ist geil, viel Pfeffer, Käse und Maten Buns. Von innen sowie von außen angetoastet. Ja, der obere. Willst du nicht diesmal double? Nee, wir starten wieder so. Okay. Der obere? Ja, der hier. Wir lassen uns jetzt auch nicht zu viel Zeit. Man muss sagen, das Fleisch ist riesig gesmashed, dass es von vorne so rausschaut. Ja, Mann. In diesem Sinne, Last Bite, die kannst du eh hier herstellen, oder? Danke. Dankeschön. Die kommen nicht in die Bewertung rein, Ladies and Gentlemen. Das ist kein Bestechenversuch. Ja, sorry, danke. Boah, die Pommes sehen aber geil aus. Ja, cheers, Bro. Cheers. Das ist warme Käsesoße. Warme Käsesoße. Mm. Die ist sehr warm, sogar. Mm. Boah, der ist würzig. Mhm. Ich habe ja auch nur bestellt hier bisher, ne? Aber das lasse ich mir jetzt auch auf jeden Fall gar nicht nehmen hier. Boah, diese Käsesoße sieht fast aus wie Senf. War das geil? Dieser Burger hat natürlich auch noch den Unterschied, dass man Salat drin hat. Der schmeckt aber komplett anders wie der Monty's. Die haben nichts miteinander. Die haben, das sind wie zwei verschiedene Burger. Also wirklich. Obwohl beide Smashburger sind und das ist wieder ein Single. Und da sind das Einzige, was hier theoretisch anders ist, dass da noch ein Salatblatt drauf ist und du hast das Gefühl, du isst was anderes. Komplett. Aber Pfeffer, Salz, alles genug drauf. Martens Bun eigentlich immer zuverlässig. Ein super Ding. Ich muss auch sagen, dieser Burger sieht geil aus. Das hier sieht unverschämt lecker aus. Ich sag dir ehrlich, in Brasilien isst man es voll oft so, dass du so Pfeffer auf dem Fleisch hast. Burger? Ja, auf Burger. Und ich find's geil. Der ist schon auch sehr lecker. Meiner ist sogar wirklich leicht scharf. Der kribbelt so leicht auf der Zunge. Lass mal switchen. Was du von dem hältst und von dem. Der Double vorher, muss ich sagen, war so der perfekte matschige Double Smash. Ah, da ist eine Tomate auch drin? Ja. Ah, crazy.
Aber auch wieder krasser Unterschied, ne, zwischen Double und Noch Single. Ich muss aber sagen, auf jeden Fall ist der Unterschied nicht so heftig. Ja. Wie vorher. Aber es sind auch beides dieselben Soßen. Und der schmeckt anders. So einen Smashburger habe ich, glaube ich, noch nicht so oft gegessen. Der bestellt ist. Ja, ich check, was du meinst. Das ist der perfekte Munchies-Burger. So, wenn der Munchies, wenn der dann, weißt du, wenn er dann geliefert kommt, der ist immer noch geil. Weil der ist ein bisschen soggy. Aber der kommt perfekt an. Boah. Um so wirklich klassisch über den Burger zu reden. Der Double jetzt hier ist auch schön matschig. Man hat dieses Smashburger-Gefühl einfach. Ich muss sagen, dass die Buns sich kaum unterscheiden. Ich habe das Gefühl, ich esse zweimal das gleiche Bun. Das andere war wie das Bun. Ja, schon krass, ne? Das Einzige, was halt hier ein Unterschied ist, dass es in der Mitte auch sehr, also in der Mitte angetoastet ist und der Deckel auch. Der ist scharf. Ich sagte, das ist der schärfste Smashburger, den ich gegessen habe. Der würzigste. Ja, genau. Auch geht das in dieser Textur und dieser Käsigkeit und diesem weichen Bun und so, geht das so unter. Das ist ein würziger Burger so. Ja. Und der ist mutig gewürzt. Der könnte auch zu überwürzt sein, aber der schmeckt immer noch geil. Wow. West Coast Burger. Rote Zwiebel merkt man, Tomate merkt man, Essiggurken merkt man, Salatblatt. Ich bin auf jeden Fall ein glücklicher Mann. Der will kein anderer Burger sein. Nee. Er sein. Ja. Boah, das ist gut gesagt. Das ist ein guter Punkt. Na. Der andere Double hat 11 gekostet, oder? So war das? Ja. Der kostet 10,50. Ja, das ist günstiger. West Coast. Darf man nicht denken sein? Mann, genau. West Coast Burger. Danke für den Besuch, mega geil. Gib Gas, weiter so mit dem Video. Ey, Randy, mega geil. Wir gucken deine Videos und du bist hier. Vielleicht sieht man sich ja nochmal. Dankeschön, Bro. Danke euch. Ja, LFDY. Ich schwöre, seit 6 Monaten habe ich diese Jacke an. Ciao, macht's gut, ja? Ciao. Sag doch nicht, dass ich die Jacke seit 3 Wochen an habe. Du hast sie seit 3 Wochen an. Immer, wenn ich Bruder, ich bin noch seit 3 Wochen unterwegs. Jede Story, jedes Mal, wenn ich dich gesehen habe, hast du immer dieselbe Jacke an. Die erste Sache, die ich sagen muss, und du sagst mir immer, ob du mir zustimmst oder nicht, ist, dass beide sehr, sehr geil waren. Ja. Und beide Burger sehr, sehr verschieden. Komplett. Also Monty's Preis-Leistung habe ich 3,5 von 5. Es ist immer noch eine Stange Geld für einen Burger, aber es ist ein super Burger. Und wir sind in Köln. In Köln ist alles einfach teurer. Ich habe auch 3,5. Ja, perfekt. Da brauche ich auch nichts mehr zu sagen. Service und Ambiente. Ja. Habe ich eine 4 von 5 Sternen. Einfach aus dem Grund, Service war top. Er war super zuvorkommend, hat uns beraten. Alles top. Ich habe auch 4 von 5, deswegen muss ich gerade lachen. Okay. Ich finde auch, Service war vollkommen das, was man braucht. Geschmack, wenn Haussoße, ja. Double Cheese, 4,5. Weil das ist am Ende, ist es genau mein Geschmack. Mein Geschmack Burger, wie ich ihn geisteskrank finde, wenn diese Potato Bun weich, käsig, viel Fleisch. Diese Soße war geil. Ich stehe komplett darauf. Das ist komplett meins. Es ist ein blöder Zufall. Ich schwöre euch, er hat es mir nicht gesagt. Ich habe ihm nicht gesagt. Ich habe 4,5. Ich schwöre. West Coast Burger, Preis-Leistung ist eine 4. Er ist auch günstiger. Er ist 50 Cent günstiger, oder? Cheese ist günstiger, ja. Hast du auch? Ich habe dieselbe Punktzahl. Ja, Service. Jetzt. Service? Service, Ambiente. Okay, warte, wir sagen bei 3 gleichzeitig. Okay. 1, 2, 3. 4,5. Erste Differenz, ja. Dann soll ich mir erstmal erklären, warum ich das so sehe? Ja, sag. Also, es ist ein Foodtruck. Ja. Es ist halt kein Restaurant. Das ist jetzt den Umständen einfach geschuldet, dass dann viele Dinge wegfallen. Die Lage ist jetzt auch einfach gerade noch etwas suboptimal. Ja. Für jemanden, der in der Innenstadt ist, du kommst hier nicht so gut hin. Menschlich, keine Frage. Mhm, der Mann am Grill ist kompetent, die Besitzer sind korrekt. Ja. Sie beraten, sie haben was zu dem Produkt zu erzählen. Ja. Aber man muss das jetzt einfach aus kompletter Kundenperspektive sehen. Mhm. Und da sage ich einfach, Bro, das ist halt ein Foodtruck. So. Mhm. Ich habe die 4,5 genommen, weil ich trotzdem das Restaurant mit dem Foodtruck vergleiche. Und ich wette, da drin gibt es Toiletten. Nein, ich weiß, dass ich zu einem Foodtruck komme und deswegen gebe ich dem eine ganze 4,5, weil er super engagiert war, was sein Produkt. Der hat direkt losgelabert. Letzte Kategorie. Ich sag geschmacklich eine 4 und ich erkläre euch jetzt warum. Eigentlich ist der eine 4,5 vom Geschmack. Problem ist, der Burger bei mir war einfach kalt. Ich würde sagen, beim anderen Laden haben wir uns sogar mehr Zeit gelassen mit Essen und der war super warm. Ja, wir sind noch rausgegangen, haben Fotos gemacht, genau, etc. Ja. Ja, wir sind hier in der frischen Luft. Wir haben das denen auch gesagt und die werden daran arbeiten. Für mich war es auch ein 4. Ja. Aus dem Grund, der ist total eigen. Das habe ich ja auch gerade schon gesagt, der Burger will kein anderer Burger sein. Der Burger will nur er sein. So. Aber ich persönlich stehe halt aufs andere etwas mehr. Ja. Trotzdem ein super Burger. Den hier könnte ich nicht so oft essen wie Monty. Facts, das ist das. Weil die haben den Geschmack von diesem Burger wirklich, das habe ich denen auch so gesagt, aber das ist auch ein positiver Punkt, ans Maximum. Also da machst du noch 2 Salzkörner mehr drauf und der Burger ist zu heftig gewürzt. Ja, der ist schon hart. Genau. Also der ist in meinem Mund ist immer noch am explodieren so. Danke erstmal, Nick, dass du dabei warst. Danke. Ich hoffe, die erste Folge von Versus hat euch gefallen. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Schreibt eure Bewertung in die Kommentare. Checkt Nick auf Instagram ab, einer der krassesten Fotografen Deutschlands. Und ich bedanke mich bei euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
zu leid. Ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Und die erste Folge, die wir drehen werden, in der wird es. Nee, und in der ersten Folge. Und in der ersten Folge. Und in der ersten Folge.